Knapp 500 Kinder hatten am Gründonnerstag bei der Ostereier-Schatzsuche am Hauser Kaibring einen Riesenspaß. Dieser Osterhase hat sich auf den Pisten des Hauser Kaibring so richtig ausgetobt. 200 Ostereier mit tollen Überraschungen wurden in der Piste der Achtergondelbahn-Bergstation vergraben. Das hat der Osterhase allein gemacht über die Nacht und der hat das gewaltig gut gemacht. Auch Thomas Sikora war mit seiner Familie dabei und es wurde voller Begeisterung gesucht, bis alle Eier einen Besitzer gefunden hatten. Ja, wir sind auf Osterurlaub, die ganze Familie. Heute ist Tiefschnee zu Ostern. Ein Traum, aber die Kinder haben bei jeder Fahrt gefragt, wann geht es endlich zum Ostereier suchen und jetzt sind sie in vorderster Front und werden gescheit buddeln, dann sicher ein paar Eier ausgraben. Ich hab ein bisschen lange gedauert, aber ich habe es gefunden. 200 Eier warteten mit tollen Preisen darauf, von kleinen und großen Schatzsuchern gefunden zu werden. Der Atomic Kinderski, ein Kindersaison-Skipass und eine Modellgondelbahn waren die Toppreise in den Ostereiern der Kinder. Und freust du dich? Ja. Cool. Ich war zu Hause und ich bin in die Geimer gefahren. Ja, eigentlich habe ich mir gedacht, ich finde kein Ei, aber dann habe ich doch eins gefunden. Okay. Für die findigen Eltern winkten zwei Frühlingsmonate im schnittigen Fiat 500 Cabrio. Also ich bin ganz überrascht. Wir fahren schon vier Tage da jetzt in Schladming und in Haus Ski. Und beim Ostereier suchen haben wir kein Glück gehabt, aber mit den Lause, also bin begeistert. Überhaupt mein Einkettel, gell? Eine Osterjause und eine kleine Überraschung. Für alle Kinder, die kein Ei gefunden haben, gab es natürlich obendrauf. Ja, wie gesagt, es sind alle Eier gefunden worden. Die Kinder waren brav. Ja, hab sofort das gehabt. Ich habe gleich am Anfang ein Ei erwischt und ja, dann habe ich meinen Preis angeholt. Die dritte Ostereierschatzsuche ist Vergangenheit, ja genau. Wir haben über 200 Eier von Osterhasen versteckt bekommen in der Skipiste. Es waren heute um einiges mehr Kinder da, also ich denke mal so 300-400 Kinder bestimmt. Ich hoffe, dass alle mit einem schönen Preis nach Hause gegangen sind. Ich wünsche alle vom Hauser Kaibling-Team frohe Ostern und wir haben noch Skibetrieb bis 10. April. Die Bedingungen sind top, wir freuen uns auf euren Besuch.